Dann kann ich bloß warten, bis ich da hinkommen. Schade. Dann baue ich da vorne mal so einen kleinen Vorposten. Da mit so einer Tierfarm und so. Und einer Kaserne. Und ich kann hier ein Transportschiff bauen. Bin bereit. Damit der hier befördert, damit ich Transportschiff haben kann. Da wird hier mal alles so erforscht. Würde ich sagen, und dann... Oh oh, die sind bald da. Ich spüre die Kraft. Komm, ich bin gleich in der nächsten Epoche. Habe ich genug Holz? Ja, ich habe genug Holz. Geht's Arbeit? Ja. Ja, von mir aus. Geht mal weg. Ja, von mir aus. Baut mir da schnell ein paar kleine Türme hin. Zu 6 müssen die das eigentlich recht schnell schaffen. Aber ich glaube, da will jetzt einer an Land gehen. Ja, geht klar. Von mir aus. Geht klar. Ich hoffe, das reicht. Genau, noch ein, von mir aus auch noch mal einen anderen noch einen bauen. Oh, der erste muss uns dann gleich unbedingt fertig werden. Gibt's Arbeit? Oh, der erste Turm ist fertig. Nein, du gehst jetzt nicht nach draußen. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Wow, die bauen hier jetzt unbedingt den Turm schnell. Oh, die haben bemerkt, dass ich einen Turm bauen wollte. Okay. Von mir aus. Geht klar. Geht mal weg. Der Turm müsste es eigentlich jetzt schnell clearen. Oh oh. Scheiße. Echt jetzt? Was gibt's? Die greift. Ah, die greift den Arbeiter an. Arbeit? Ja. Von mir aus. Schon unterwegs. Geht klar. Schon unterwegs. Komm, schieß den allen Ankylosaurus kaputt. Oh, der hat 50% Schadensresistenz dagegen. Reparieren die hier mal. Was gibt's? Gibt's Arbeit? Alle Schildkröte auf meine Dings anzugreifen, meine. Gibt's Arbeit? Arbeiter. Ja. 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 Das wird jetzt gleich nicht so super. Weil jetzt die ganzen Einheiten rauskommen. Baut so schnell wie möglich den neuen Turm fertig. Arbeit? Ja. Was gibt's? Lebt wohl. Arbeit? Was gibt's?
Los, töte das alte Ding. Und die gleich mit. Okay. Ich hoffe, das reicht. Normalerweise hätte ich da immer mehr Zeit, aber hey, naja. Worauf wartet ihr? Okay. Ich würde sagen, dann kümmern das wir uns mal schnell Spaß. Da um den kleinen Smilodon. Endlich Action! Ich gehe vor. Okay. Die haben es geschafft. Arbeit? Abzuwehren. Ich kann mir ein Forsthaus hinbauen. Und dann brauche ich nochmal 4 neue Arbeiter. Ja, Arbeiter ist bereit. Ja. Was gibt's? Arbeiter ist bereit. Ja, der Speer wurde jetzt getötet. Arbeiter ist bereit. Rock'n'Roll! Der darf die Druiden nicht töten, ja? Ich gehe vor. Ich hab da eine Idee. Da Bela die Stufe 4 erreicht hat, können sie nun Armbrustschützen in der Waffenschmiede produzieren. Diese sind besser gerüstet und verursachen mehr Schaden als Bogenschützen. Ausgezeichnet! Die Sterne leuchten über euch und die Bäume neigen sich in günstigen Winden. Ich werde die Gabe für euch bereiten. So, hier muss ich jetzt irgendwie loswerden, wobei. Was für ein Spaß! Nächste Aufgabe. Ich gehe vor. Ich frage mich wahrscheinlich, wieso hast du sie einfach getötet? Ja, ich will Armbrustschützen haben. Ganz einfach. So, die noch die 300 Steine ab. Oh, ich kann Arbeitsmammut haben. Geil. Rino Standarte. So, Armbrustschützen, die passen dann auch, wenn ich das passt dann, wenn ich die auch habe. Bin bereit. Dann sortiere ich das hier mal. Gibt's Arbeit? Von mir aus. Gut. Von mir aus. Dann würde ich sagen, hätte ich mal soweit alles. An dem Posten mache ich mir 2 Armbrustschützen, baue da unten die Waffenkammer aus. Armbrustschütze, kampfbereit! Ja? Da unten kommt noch ein Hafen hin. Armbrustschütze, kampfbereit! Ja, ja. Unsere Gegner wollen einfach nicht hören. Da geht der Bolzen zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus. Unsere Gegner wollen einfach nicht hören. Da geht der Bolzen beim einen Ohr rein und beim anderen Ohr wieder raus. Ha 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 ha. Boah, ist das schlecht eigentlich, aber egal. Denn da so Feines in der Waffenkammer. Theoretisch kann man ja mit Arbeitern hier Gebäude zerstören. Fällt mir gerade so ein. Mit diesem wegen diesem Waffen-Upgrade.
auslaufen. Transportschiff, klar zum Auslaufen. Nächste Aufgabe. Dann lassen wir mal Cole. Was gibt's? Das holen, bei er, da hat er noch keins. Ja? So. Ich will ein Arbeitsmammut haben. Nächste Aufgabe. Weil ein Arbeitsmammut toll ist. Und dann schicken wir Cole zu dem Schatz. Und dann kann er sich den mal schnappen. Vielleicht spiele ich dann später noch eine Runde Borderlands 2. Ihr bestimmt den Weg. Das habe ich mir auch einfach mal auf den Rechner geworfen. Obwohl ich es jetzt überhaupt nicht gespielt habe. Yeah. Weil ich irgendwo momentan zu viel WoW spiele. Das war doch noch mehr zu bieten als erwartet. Wir sollen es behalten. Die Piraten brauchen es nicht mehr. Ja, das stimmt. Bin unterwegs. Kostet mich alles Stein. Alles. Ja. Und ich will einen Arbeitsmammut haben, da kann ich mir ein paar Arbeiter sparen, weil das Ding kann hier Holz und Stein ziemlich effizient und schnell abbauen. Na, alles klar. Dann. Wobei ich die Mission vielleicht jetzt dann beenden werde. Und nein, was? Ich habe das euch nur eingebildet, dass das Schiff gerade untergegangen ist, ja? Arbeitsmammut! Ich kann ein Arbeitsmammut machen! Yeah! Oh. Habe ich, glaube ich, mal aus Versehen auf den Tisch gehauen. Das tut mir aber leid. Und los! Brauche ich nicht, weil ich habe ja keine Rammen. Los, mein Arbeitsmammut wird fertig. Brauche ich schon mal einen Steinmetz. Was geht? Claro. Macht 50 Flächenschaden. Claro. 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 Claro mit der ollen Karo. Was gibt's? Und aus. Claro! Oh yeah! Wer ist das, ich bin angehört? Bau ab! Komm! Ah! Seht ihr? So geht das doch schon viel besser und wir kriegen 150 dadurch. Jetzt Arbeit? Schon unterwegs. Geht's los? Ich kann hier auch die Mammuts jetzt töten. Das werde ich machen, weil die sind ja keine Verbündeten mehr. Sie bringen mir 33 Schädel. Dann kann ich hier noch Stina hochstufen. Stina schaltet mit ihrer Förderung auf Stufe 4 den Eusmilos-Reiter frei, den sie in der Tiefe bauen können. Diese linkschlagkriege Einheit ist gegen Fußtruppen, Tiere und Fahrzeuge gleichermaßen aktiv. Und den Eusmilos-Reiter. Eusmilos-Reiter, einsatzbereit!
Was gibt's? Befehle? Befehle? Braves Kätzchen. Oh nein, sie hat schon wieder Flöhe. Katzensträuber auch schon mal billiger. Wenn meine Kleine hier wieder das Flohpulver frisst, dreh ich glatt durch. Alles für die Katz. Oh nein, sie hat schon wieder Flöhe. Oh nein, oh nein. Ich mach einen Berserker noch. Ich will mal sehen, wie die denn abgehen. Also wenn so ein Berserker mal nicht kampfbereit ist, dann geht ja, dann geht wahrscheinlich irgendwas schief. Macht euch bereit. Soll ich mal sagen, Attacke. Aber es gibt hier so einen Schleichweg. Auf den Weg. Na, ja, den habe ich mal zufällig entdeckt. Das sind die bei mir einfach. Das sind die einfach mal bei mir dahin, da den Weg runtergerannt. Oh, die haben da eine Waffenmacher. Und den großen Vordereingang, den ich aber nicht reinlaufen werde. Weil ich nicht dämlich bin. Wobei ich da früher immer gern irgendwie reingerannt bin, weil das der Vordereingang war. Auf dem Weg. Und ihr werdet im späteren Verlauf noch sehen, wie gut es ist, wenn man weiß, dass eine, dass hier irgendwo eine Festung so einen Hintereingang hat. Gibt's Arbeit? Gibt's Arbeit? Aber das Teil kann auch noch Baumstämme tragen. Gegen Mauern und Türme sind Rammen besonders effektiv. Gegen Fußtruppen haben wir jedoch kaum eine Chance. Vorwärts! Oh, das ist eine mittlere Saurierfarm. Okay. Und ihr müsst wissen, die Wüstenreiter haben hier nicht so wie das Nordvolk einfach mal hier so ganz normales, so ganz normale Tierfarm und sowas. Nein. So eine kleine und dann später große. Ne, die haben hier die kleine, die mittlere und die große. Und in denen können sie jeweils unterschiedliche Tiereinheiten immer produzieren. Also wenn man beispielsweise Stufe 1 Sachen haben will, braucht man eine kleine Saurierfarm. Eine mittlere ist für Stufe 2 Sachen und die große für Stufe 3 Sachen. Oder sprich hier noch 4 Sachen. Aber das werdet ihr später alles noch sehen. So, ich hoffe, die nehmen hier mal die Ankylo-Katapulte auseinander. Weil die bereiten mir gerade sehr große Probleme. Hey, worauf wartet ihr? Ich würde mal sagen, dann machen wir mal den Turm hier kaputt, weil der mir auf den Piss geht. Oh, die haben den... Oh nein, die haben den Rhino-Transporter nicht zerstört. Wo ist der denn bitte? Ach, da. Dann geht doch mal rein da, ihr Idioten. Aber es kommt auf jeden Fall noch viel, noch schwerer. Viel, viel schwerer. Das ist ja hier noch der Anfang. Hier wird eins gemacht. Stellen wir mal das hier. Stellen wir das hier. Oh, der Berserker. Geht's los? Ich bin wütend. Der Berserker in Action. Ich bin dabei. Was gibt's? Ich glaube, ich muss hier das ganze Lager jetzt zerstören, oder? Was sagt das Questlog? Jagt auf die Wilderer. Hilfe für den Erzdruiden. Ah ja.
Vernichten Sie die Wüstenreiter im Norden und alle Einheiten im produzierenden Gebäude müssen zerstört werden. Okay. Das tue ich ja gerade. Dann machen wir mal den schwimmenden Hafen kaputt. Und ja, der Hafen kann schwimmen. Das ist auch ein richtig guter Vorteil bei denen. Aber jeder hat hier so seine Vorteile. Darauf werde ich aber später auch noch eingehen. Habe ich irgendein produzierendes Gebäude vergessen? Oh. Früher war das so, man musste ja eigentlich, glaube ich, mal nur den Marktplatz und so zerstören, dann war die Mission schon vorbei. So viel habe ich noch in Erinnerung. Ich weiß nicht, vielleicht wurde das auch bei der Installation automatisch gepatcht. Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, inwiefern das da jetzt so geht. Aber naja. Ah ja, alle Quests vollendet. Ich spüre, wie der Friede in den heiligen Heim zurückkehrt. Es war uns eine Ehre zu helfen. Ich habe das Orakel befragt. Euer Weg wird euch in den Süden führen. Dort werdet ihr einem Mann begegnen. Er besitzt den Schlüssel zum Tor in eurer Welt. Lol, wie das wieder so falsch schwimmt. Ach ja, und weil ich gesagt habe, ich werde es noch weiter aufnehmen, werde ich das auch fortsetzen. Amazoneninsel. Mission starten. Was nehme ich denn mit? Den Arztdruiden habe ich jetzt auch zur Auswahl. Kann Speer, Streitwagen nehmen. Aber ich nehme natürlich 1, 2, 3, 4, 5 Arbeiter.